Professor Pulver, ich freue mich besonders, dass ich Sie hier wieder auf dem Gesundheitsgipfel begrüßen kann und dass Sie wieder einen so guten Vortrag gehalten haben über Ihre neuesten Forschungsergebnisse zur Führung und Partizipation. Vielleicht können Sie das für unsere Zuschauer noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit die auch einen Eindruck davon bekommen. Ja, sehr gerne. Zunächst von meiner Seite auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin immer wieder sehr gerne hier. Ja, was sind die zentralen Forschungsergebnisse? Ich habe mich in der letzten Zeit konkret mit dem Thema Partizipation und Pflege vor dem Hintergrund des demografischen Wandels beschäftigt. Warum? Der demografische Wandel schlägt nirgendwo so stark nieder wie im Bereich der Pflege. Warum? Es wird von drei Seiten befeuert. Zum einen haben wir immer mehr ältere Menschen, die pflegebedürftig sind. Zum anderen haben wir das große Problem, gerade in Deutschland, das sieht in anderen europäischen Ländern, bei den skandinavischen Ländern anders aus, dass immer weniger Menschen den Pflegeberuf ergreifen wollen. Und drittens haben wir es mit einer ganz neuen Qualität der Pflege zu tun. Stichworte Demenz, Alzheimer, die Pflegebeschäftigten vor ganz, ganz neue Herausforderungen stellen, die in diesem Umfang bis jetzt nicht vorhanden sind. Ja, kann Führung und Partizipation für die Beschäftigten eine gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung bringen? Unsere Studien zeigen, dass das in der Tat so ist. Eines der markantesten Einflussgrößen zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit ist die Partizipation der Beschäftigten im Pflegebereich, was man ganz konkret daran festmachen kann, welchen Einfluss die Beschäftigten auf die Dienstplan und Arbeitsgestaltung. Wir konnten sehr schön zeigen in unseren Studien, dass Menschen, die einen hohen Einfluss auf die Dienstplangestaltung haben, also wann ihre Schicht kommt, mit wem sie zusammenarbeiten, in welchem Wohnbereich sie tätig sind und so weiter und so fort, dass diese im Durchschnitt eine gute, auch im hohen Lebensalter, Beschäftigtenalter, eine hohe Arbeitsfähigkeit haben, Menschen, die einen geringen Einfluss auf die Dienstplangestaltung haben, haben eine mäßige, zu großen Teilen sogar schlechte Arbeitsfähigkeit. Heißt für die betriebliche Praxis ganz konkret, wir müssen daran arbeiten, im Rahmen von Dienstvereinbarungen zum Beispiel, dass die Beschäftigten mehr Einfluss auf die Dienstleistung haben. Ja, ein ganz wichtiger Hinweis. Sie haben das ja auch nochmal sehr ausführlich beschrieben in dem Band zum Gesundheitsgipfel. Der jetzt direkt herausgekommen ist, auch im Buchhandel erhältlich ist. Da kann man das nochmal konkret nachlesen. Ja. Sie haben das mit Herrn Becker zusammengeschrieben, diesen Artikel. Und wir können es allen Zuschauern und Zuschauerinnen empfehlen, diesen Artikel zu lesen, um da ausführlich nochmal alles nachlesen zu können. Ansonsten stehe ich auf weitere Fragen gerne zur Verfügung. Ja, okay. Dann bedanke ich mich. Gerne.